Hallo und grüß Gott nach Deutschland, Österreich und in der Schweiz. Ich bin der Arthur von Casa Colombia. Heute lade ich euch auf eine musikalische Reise ein und ich heiße euch herzlich willkommen mit mir in die Rhythmen der kolumbianischen Musik einzutauchen. Es gibt drei weltbekannte musikalische Rhythmen in Kolumbien. Der erste und am berühmtesten ist die kolumbianische Salsa. Das sind afrikanische Klänge gemischt mit der Kultur von Cali. Dieser musikalische Rhythmus ist das Ergebnis afrikanischer Einflüsse in Kombination mit den Klängen des Pazifiks und der Karibikküste. Ihr Epizentrum befindet sich in Kolumbien, in der kolumbianischen Stadt Cali, die als Salsa-Hauptstadt der Welt gilt. Seit den 1970er Jahren wurden die Wurzeln dieses Rhythmus in der Gesellschaft von Cali geschaffen. Organisierte Familientreffen, die man Agua de Lulo nannte. Familien fanden sich zusammen und sie tranken den Saft der Lulo-Frucht, während sie zu den Klängen der Salsa-Musik tanzten. Ein weiterer Rhythmus der kolumbianischen Salsa ist die Salsa Choque, eine Mischung aus urbaner Musik, die in der Stadt Medellin entstand, woraus sich der Dembo-Rhythmus entwickelte. Das Wort Choque in der spanischen Sprache bedeutet Zusammenstoß oder auch gegenseitig sich anstupsen. Daraus entstand der Name dieses weltberühmten Tanzes Choque. Der zweitbekannteste Rhythmus in Kolumbien ist das Vallenato und diese Musik hat eine 100-jährige Geschichte. Über diesen musikalischen Rhythmus begannen die Bauern in den Küstenregionen um den Magdalena-Fluss und La Guajira ihre täglichen Erfahrungen zu erzählen und ihre Beweggründe in Liedern zu übermitteln. Mit dem Einzug des Akkordeons in Kolumbien nach dem Zweiten Weltkrieg erhielt der Vallenato eine neue Identität. Er wurde noch populärer und erreichte dank kolumbianischer Künstler wie Alfredo Gutierrez und der Ikone der Vallenato-Musik Jorge Oñate auch die Karibik. Später brachten Gruppen wie El Binomio de Oro, Los Betos und der unvergessliche Diomedes Díaz die Musik in das Landesinnere. Ende des 20. Jahrhunderts war die Bedeutung des Vallenatos so groß, dass man begann, Musikfestivals zu veranstalten, bei denen Akkordeonisten gegeneinander antraten, um zu den Besten des Landes erklärt zu werden, wie zum Beispiel beim Festival de la Leyenda Vallenata, das seit 1968 in Valletupar stattfindet. Am 29. November 2013 wurde der kolumbianische Vallenato von der UNESCO zum immateriellen Kulturerbe der Menschheit erklärt. La 51. Versión del Festival de la Leyenda Vallenata.
Julián Ricardo Mojica y presenta en aire de merengue de Lorenzo Morales, Carmen Bracho. Die drittbekannteste Musik in Kolumbien ist der Porro, eine Verschmelzung afrikanischer Rhythmen mit Blasmusik. Dieser aus den Departements Córdoba, Sucre und Bolívar stammende Musikrhythmus, der Metallblasinstrumente und Bandmusik miteinander vermischt, gilt als Sohn der kolumbianischen Cumbia und ist ein wichtiger Bestandteil der traditionellen Musik des Landes. Diese lebhafte und feierfreudige kolumbianische Musik wird von Bands gespielt, die in Kolumbien als Pelayeras bekannt sind, und es erreichte zwischen 1940 und 1970 dank Lucho Bermúdez und seinem Orchester, Pacho Galán, Juan Piña und anderen Gruppen eine große nationale und internationale Verbreitung. Musikinstrumente, die in einem Porro verwendet werden, sind das Hauptinstrument, die große Trommel, aber auch Posaune, Klarinette, Trompete und andere. Kolumbianische Künstler, die den kolumbianischen Porro repräsentieren, sind Pablo Flores, Musiker und Komponist von mehr als 1000 Liedern für verschiedene Rhythmen, wie den kolumbianischen Porro, den Fandango, den Pasillo und andere mehr. Lucho Bermúdez und sein Orchester, der als einer der wichtigsten Interpreten und Komponisten der kolumbianischen Musik des 20. Jahrhunderts bekannt ist. Die berühmteste Porros Fiesta in Corralejo von Alfredo Gutiérrez, Sal Si Puedes, El Carmen de Bolívar y San Fernando von Lucho Bermúdez. Jetzt, wo ihr einige der musikalischen Rhythmen Kolumbiens kennengelernt habt, laden wir euch ein, hierher ins Land zu kommen und den kulturellen Reichtum von Kolumbien in Person kennenzulernen, auf einer Klangreise zu genießen, was dieses Land alles zu bieten hat.